Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesliga-Punktspiel 1. FC Union Berlin gegen Werder Bremen. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei vor 22.012 Zuschauern. 1:2. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Bremen, Florian Kohfeldt, und vom 1. FC Union Berlin, Urs Fischer. Florian Kohfeldt, der Gästetrainer, darf ja immer beginnen. Ich lege mal was vor und sage, das war heute ein Fußballspiel, was ganz schön genervt hat. Geht Ihnen das auch so? Also, wenn man gewonnen hat, nervt es natürlich nicht mehr ganz so, aber während des Spiels konnte einem das ganz schön auf den Geist gehen, oder? Ja, ich bin gerade eben schon in dem Interview gefragt worden, ob ich so ein Spiel schon mal erlebt habe, und muss wirklich sagen, wenn ich mich zurückerinnere, also jetzt als Trainer, ich noch nicht. Ich muss aber auch mal vorweg schicken, erstmal großes Kompliment an Union Berlin, großes Kompliment auch an meine Mannschaft, mit wie viel Herz und Leidenschaft heute Fußball gespielt wurde. Dazu möchte ich wirklich erwähnen, weil ich es im Vorfeld bewusst nicht getan habe, weil ich wusste, wie schwer das für uns wird, welch tolles Erlebnis es war, hier zu spielen. Ist auch mein erster PK im Stehen. Ist einfach was Besonderes hier in Berlin. Dieses Stadion, die Stimmung, das ist purer Fußball. Das hat grundsätzlich sehr viel Spaß gemacht. Spiel meiner Mannschaft fand ich insgesamt auch für die Verhältnisse, mit denen wir hier hingekommen sind, von der Mentalitätsebene her unglaublich gut. Ein riesen Kompliment. Tiefer kann ich mich nicht verneigen vor der Mannschaft, was die Leidenschaft angeht, was die Mentalität angeht, was die Bereitschaft angeht, Situationen anzunehmen, Widrigkeiten zu überstehen, weil wir sind jetzt wirklich nicht in einer einfachen Phase, kommen hier hin gegen eine Mannschaft, die einen sehr klaren Plan hat, die immer Stress erzeugt, die enorm unangenehm zu bespielen ist und wie man vor 2 Wochen gesehen hat, glaube ich. Und wir gehen einfach dagegen an, und das ist top gewesen. Deshalb ganz großes Kompliment an meine Jungs. Und aber auch wenn ich weiß, nach einer Niederlage ist das schwierig, aber auch großes Kompliment an Union Berlin für dieses Spiel und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und ich glaube, so sind sie eine absolute Bereicherung für die Liga. Und freue mich auf das Auswärtsspiel im nächsten Jahr hier. Dankeschön, Florian Kohfeldt. Urs, ein verrücktes Spiel, ein unruhiges und hektisches Spiel bis in die 6-minütige Nachspielzeit hinein. Wenn man das Spiel verloren hat, ist man natürlich nicht zufrieden. Aber wie hast du es gesehen insgesamt? Nein, ich glaube, schlussendlich können wir auch nicht zufrieden sein. Zuerst Gratulation dir, Florian, zum Sieg. Ich glaube, schlussendlich nicht ein unverdienter, aber trotzdem irgendwo ein bisschen ein glücklicher Sieg, weil ich glaube, wenn man sich die 90 Minuten anschaut, hätten wir uns ganz sicher einen Punkt verdient. Ich muss auch sagen, wenn du nach einer Minute oder ich weiß jetzt auch nicht, wie lange schlussendlich die Diskussionen waren, bis dann der Elfmeter ausgeführt wurde, 1-0 im Rückstand liegst, glaube ich schon, dass du eine Mentalität brauchst. Die habe ich bei meinen Jungs gesehen. Wir sind zurück ins Spiel gekommen. Ich glaube, es war ein ausgeglichenes Spiel. Gingen dann wiederum aus meiner Sicht unnötig 2-1 in Rückstand, haben doch nochmal alles versucht. Ich glaube, wir hatten gerade so in der Schlussphase sehr gute Momente, wo wir aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig entschlossen, zu wenig effizient waren. Und was mich ja eigentlich am meisten nervt, sind die letzten 10 Minuten, wo wir eigentlich wirklich am Drücker waren. Ja, dass eigentlich dann nur noch diskutiert wird und nicht mehr Fußball gespielt. Und über das rege ich mich eigentlich am meisten auf. Da muss ich schon dazu sagen, ich äußere mich eigentlich wirklich nie über Schiedsrichterleistungen. Aber wenn du den Videoschiedsrichter dann schon zur Verfügung hast, wenn ich mir die Aktion zum ersten Penalty oder Strafstoß anschaue, dann frage ich mich wirklich, wieso du dir die Bilder noch mal anschaust. Also das verstehe ich dann wirklich nicht. Aber jetzt habe ich alles gesagt über diesen VAR. Weil ich finde es eigentlich eine gute Sache. Fußball wird fairer aus meiner Sicht. Aber das heute war eindeutig zu viel. Zu viel Diskussionen aus meiner Sicht. Soll aber deine Leistung nicht schmälern. Dankeschön, Urs Fischer. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann bitten wir ums Handzeichen, reichen das Mikrofon gerne zu und beginnen vorne links, bitte. Herr Fischer,
Das ist jetzt die zweite gelb-rote Karte, glaube ich, im vierten Spiel. Ist das ein Zufall? Ist die Mannschaft zu ungestüm? Sind die zu aggressiv eingestellt? Woran liegt das? Also ich fand jetzt das Spiel nicht übermäßig hart. Das waren für mich zum Teil korrekt geführte Zweikämpfe. Natürlich sah es ein bisschen unglücklich aus. Ja, wenn du so nahe bei der Bande bist und ja, Neven läuft durch, erwischt, wer war es? Bittencourt, glaube ich. Ja, dann in der Geschwindigkeit, in dieser Aktion sieht es dann schon auch schlimm aus. Ich habe es nochmals gesehen, aber es war nicht eine Absicht dahinter. Also von daher fand ich jetzt nicht, dass wir es übertrieben haben, aber ich glaube schon. Also wenn du dagegen halten willst, brauchst du auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Aggressivität in den Zweikämpfen. Und ich fand, meine Mannschaft hat das eigentlich gut gemacht. Gibt es weitere Fragen? Donnerwetter, alle Fragen in den 90 plus 6 Minuten ausdiskutiert, war ja genug Zeit da. Dann sagen wir Dankeschön fürs Kommen, wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende, unseren Gästen eine gute Fahrt nach Bremen zurück. Vielen Dank.